Unter uns sind drei Verräter. Wehe, meine Situation wird jetzt ausgenutzt. Ich weiß schon mal jemanden, dem ich vertrauen kann. Das klingt sehr, sehr falsch. Niemand würde dich hier ausnutzen. Eine Leiche wurde gefunden, Mauam. Oh, das war Dennis Rachekill, der war vorher noch braun. Stimmt's, Dennis? Ich sag nichts dazu. Ja, ist dein Rachekill. Also, es stimmt, der war vorher braun. Pink. Der ist erst mit Fuß schreibt. Überkommst. Kann es dann nicht sein, weil ich bin schon seit Ewigkeiten im Labor. Bist du pink? Nein, aber weil du ja meintest, mein Revanche. Pink Proof? Ich nicht gesehen, ich war neben Labor. Wo ist ein Labor? Labor ist da drüben, da kannst du nicht bei kommen sein. War bei dir? Es waren zwei bei mir. Ich bin aber einfach durchgerannt und bin dann an die Task gerannt, deswegen keine Ahnung. Es kann schon sein, dass er da war. Also ich weiß auf jeden Fall, dass du kein Imposter bist. Warum? Das verrate ich nicht. Und nein, ich habe nicht ein Team offen. Du hast eine Task gemacht, wo ich denke, das hättest du noch nicht gefaked, das weißt du noch nicht. Das mit dem Schlüssel. Ja. Du wärst da am Anfang nicht hingegangen, am Anfang sonst. Das glaube ich nicht. Nicht, weil ich weiß, das ist eine Quest, die haben alle. Ja, weil das, also oben die Quest, wenn müssen sie alle haben. Das geht nicht, dass einer sie nicht hat. Mhm. Der Dipper wurde gedippt. Ach, sowas von. Wie Pete's mit letztens. Ja, es gibt immer bestimmte Tasks, die muss jeder haben. Karte durchziehen. Ist zum Beispiel eine, ja. Ich weiß. Alter, diese Karte. Du. Ach du Scheiße. Musste denn aber stark einhauen. Der Undertaker wurde er belegt. Na, ich bin ja jetzt gespannt, was der sagt. Nur Frage wäre Matti wahrscheinlich. Ich weiß, wo die Leiche liegt, ja. Da muss also in der Nähe von Matti gewesen sein. Ja. Klingt nach einem Self. Rhododendron. Ich hinterfrag das nicht mehr. Haben dir jemand? Wenn Specimen hochgeht zum Labor. Und du kamst jetzt von oben, oder was? Anime, was soll denn das? Ne? Spiel bitte richtig, okay? Muss er den Killer gesehen haben? Oder den Kill selbst begangen haben?
Oder ich habe das vom Timing her war das so unglücklich, dass der Killer bei mir auf der Seite links rausgelaufen ist, bevor ich da runter bin. Du bist im Labor neben der Diebe. Was ich aber nicht glaube. Also, er muss den Killer gesehen haben, meiner Meinung nach. Oder er war es selber. Klingt von der Beschreibung so, wenn du gegenüberstehst. Wenn er sagt, er hat niemanden gesehen, dann ist er es selber. Und ich glaube, er hat nur reportet, weil er mich gesehen hat auf der anderen Seite. Das kann natürlich sein. Knappe Entscheidung, knappes Ding. Haben wir Klo nicht alle gewotet, oder? Ich habe gar nicht mitgezählt. Dieses kleine Kackehäuschen, was dann hier in den Topf fällt. Das klingt lustig. Ja, so sieht's aber auch aus, oder? Mhm. Macht komisch hier. Ja, ich habe noch versucht, in die Schleuse zu kommen. Du hast es auch noch geschafft. Ja, obwohl ich mich erst mal im Gesicht kratzen musste. So, jetzt habe ich wenigstens mal die Möglichkeiten, mal so die ganzen Räume mehr hier durchzulesen. Wo liest du denn jetzt die Räume durch? Na, unten. Unten? Ach, ein Admin. Nein, die ganzen Schriftzüge unten. Da steht doch immer der Name von dem Raum drauf. Weißt du jetzt nicht, wo du das Schriftzüge gesehen hast? Oh Gott. Wird schon passen. Über Storage liegen. Ja, kam gerade aus Labor von Specimen raus. Kam aus Labor von Specimen aus, aber ohne und rot. Glaube. War beide was. Das war's am Morgen. Beiden können den Kill nicht gemacht haben. Ach was. Ich sehe die Fäden im Hintergrund, okay? Er sieht sie. Er sieht sie. Krass. Sagt ja, ich sehe. Übel, was er alles sieht. Wo ist da was dort tun? Der Totenchat. Die Kommunikation ist gut, ey. Der Totenchat ist nicht sicher, der Undertaker war's. Dann würde ich sagen, voten wir den Toten, ne? Ja, voten wir den Toten. Ich reim Dennis. Beim roten Schwarz, die ich beide rausnehme, haben beide einen Vot. Ist auch gut. Ja, weil du es gesagt hast. Ja, kannst du. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte hier oben auffüllen gehen, ne? Wir können auch mal kurz hier anhalten. Weil die Karte ist mir sehr kompliziert. Ja, die ist wirklich komplex. Ich muss sagen, ich finde das Geld schöner. Weil die halt auch, ja, sage ich mal, von... Die ist halt auch noch relativ übersichtlich. Ich sag mal so, wenn man die Karten dann auch richtig kennt, dann kann ich mir vorstellen, ist das dann auch richtig geil. Aber so jetzt... Naja, aber wie will man die Karte kennenlernen, wenn man sie nicht spielt? Das ist auch oder richtig, ja. Sag mal, warum rennst du mir denn die ganze Zeit hinterher hier? Entschuldigung, mag dich nicht. Hat es doch geklappt, konnte ich meine Tasten fertig machen, das wäre schön. Bei mir hat es geklappt, ja. Ich konnte noch alles abschießen. Ich weiß es nicht, ob ich fertig geworden bin. Alarm! Es brennt. Alarm! Die beiden hier, Undertaker und Dipper, ich glaube, die kennen sich auch. Mini, warum bist du stehen geblieben und warum ging danach Reaktor an? Feier!
Einer wir hatten jetzt am Anfang Alarmbau vermutet. Jonas. Aber keine Begründung. Auch ihr beiden. Ihr beiden, das ist da. Gut, dass ihr das nur im Totenchat schreibt. Oh. Aber warum sagt Jonas nichts zu seiner Behauptung, dass es Alarm ist? Verstehe ich nicht. Also ist jetzt keine Aufforderung, dass du das schreiben musst, Kim, aber ist, oder Dennis? Zu spät. Aber es ist halt fraglich. Nein, das nicht. Na, kommt noch was? Hm. Weil Alarm den Alarm ausgelöst hat. Nichts Hier Besonderes. Von sieben Leuten voten, ey. Ja, ich konnte jetzt gerade nicht mehr voten. Nun Minis raus. Das hätte man auch eher schreiben können. Fehlschlag. Bei der Anmeldung bei der Among Us-Konto ist etwas schiefgelaufen. Ich bin gerade rausgeflogen. Könnt ihr noch weiterspielen? Wir warten auf den Hoststeht hier. Ja. Achtung, Achtung. Im Raumschiff befindet sich ein Verräter, der mit an Bord gelandet ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber ihr wisst Bescheid. Ja, bis dann. Ciao. Ja. Ah, okay. Sowas ist das heute. Einer ist weggelaufen. Es muss nicht immer was heißen. Aber ja. Gerade bei Leuten, die wir überhaupt nicht kennen, ne? Ja. Das ist ja schon was die Hosen los? Es gibt Hosen, Jonas und Jonas 1. Ja. Okay, Corinna, du hast dich gefragt, wo die Cam versteckt ist. Ich das weiß, dass Jonas ohne Hose rumrennt. Okay, Quatsch, nicht Jonas. Christoph. Also das war hier gerade im Spiel. Also, jetzt hast du schon bei Jonas eine Cam, ey. Ich habe bei meinen allen verloren, habe ich eine Cam. Ich kann da genauso durchblättern wie hier im Nachbarn im Spiel. Was? Echt? Was mache ich denn gerade? Du tust so, als würdest du zocken, aber du hast nebenbei noch eine Schmuddelseite offen. Verdammt, scheiße. Redest du gerade von dir? Ich habe nicht omen.de eingegeben. Wenn du das meinst. Natürlich meinte ich das. War ja klar. Wer das nicht weiß, was gemeint war, schaut den letzten Stream. Ein Formlaboreingang. Okay, René hat die drei Stück gefunden, aber nicht die vierte. Das ist schon mal super. Die Frage ist, wollen wir das wissen? Ich glaube, das wollt ihr nicht wissen. Ich bin O2-Bereich schon länger. Aber ich finde es schön, dass sich mein Verdacht, sage ich mal, bestätigt hat. Den ich hatte. Wäre nur schön gewesen, wenn er sich nicht so schnell bestätigt hätte. Toll. Hätte ich ja aufpassen müssen, wen ich von oben gesehen habe. Hätte ich ja auch gewusst jetzt schon. Ich wusste auch, dass du nicht aufgepasst hast. Also ich weiß aber zumindest eine Person, die es dann nicht ist. Bei einer Person weiß ich es noch. Die habe ich oben gesehen, auf jeden Fall. Ich? Eine Person, die noch lebt. Ja, dich auch, aber auch eine Person, die wahrscheinlich noch lebt. Wahrscheinlich dich selbst. Jonas, okay, Jonas 1 war es auch nicht. Vermutlich, ja. Bleiben nur noch drei. Ach, da zeigst du dich nur, wenn du willst? Ah, ich verstehe. Aber die Aufnahmen sind noch gut. Da zeigst du dich von der Schokoladenseite. Eisberg ist raus. Eisberg auch nicht. Okay, der oder der. Die Auswahl wird geringer. Es sind nur noch 5 Leute drin. Was? 4 Leute. Ja, 4 Leute. Jonas und Eisenberg sind gelieft. Jonas 1 und Eisenberg sind gelieft. Problem, ich kann gerade nicht questen. Warum? Muss schützen.
Gut, die Quest konnte ich nebenbei machen. Gut, dann schaffe ich hier vielleicht auch noch was. Okay. Ja, ich glaube, mein Verdacht bestätigt sich. Da hast du Schokoladenseite, das glaube ich dir, mein Lieber. Ich kann jetzt eh nichts machen, da kann ich das noch probieren, hier die Quest durchzuziehen, weil Schützen geht gerade nicht. Das ist mein Problem. Ich bin mir sicher. Eigentlich schon. Solange der Cooldown läuft, kann ich keine Schützen. Es werden. Ah, oh, fuck, noch die Quest. Gut. So, wo bist du? Wo bist du hin? Macht eure Quest, Leute. Ich kann nur gerade als Schütze nicht machen. Ich hab keine mehr. Ich auch nicht, bin fertig. Hast du noch welche überhaupt? Ich habe noch zwei. Also eine und eine Folgequest danach. Ja, dann werden deine die sein. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt hier nicht wegen den Schütze. Ich kann es nicht riskieren. Ich weiß nicht, ob ihr alle noch lebt. Ich weiß es. Also, wir leben noch. Ich weiß auch, wo der Fehlende ist. Oder gerade war zumindest. Was ist der Fehlende? Naja, der, den ich gerade schon länger nicht mehr gesehen habe. Gut. Das lief jetzt nicht so wie geplant. Oh Gott, es war wirklich meine letzte Quest. Ich machen musste. Christoph, schäm dich! Ich stand gerade neben dem, deswegen war ich so. Ich hab dich ja gerade noch einen Schütz aufgeknallt. Weil ich mir ja nicht egal bist. Oh, ich bin doch deine Priorität. Ja, natürlich. Achtung, Achtung! Wieder mal ein Verräter an Bord. Wurde uns aus der Kommandozentrale gemeldet. Bitte wenden Sie sich bei riesigen Nebenwirkungen an Ihren Facharzt. Vielen Dank. Du magst das irgendwie gerade, oder? Ich mach da immer irgendwie eine Hand. Hast du das auch gesehen, was ich gesehen habe? Jemand drunter gelaufen? Ja. Warte. Dieselbe Person wie vorhin. Meinst du zweimal denselben Fehler machen? Wenn derjenige das nicht weiß? Derjenige hat nebenbei den Stream laufen. Also die Schwester von demjenigen hat die nebenbei den Stream laufen. Ja, aber vielleicht hat er trotzdem nicht drauf geachtet. Dass wir alle stehen geblieben sind, das kann natürlich sein. Aber dann weiß ich, vor wem ich mich in Acht nehme. Hallo. Hallo. Gehst du Steine sortieren? Ja. Nein. Aufräumen ist wichtig und so. Ja, finde ich auch. Wo war denn der Lifeline-Table eigentlich? Da
gefunden. Ja, neben Office rechts. Ja, ist ja kein Table, ist ja ein PC. Welche Farbe hat ein Mega Gengar? Das wirst du uns sicherlich beantworten. Das ist eine generelle Pokémon-Generation, die außerhalb meiner Reichweite ist. Eins und maximal zwei, danach war bei mir Schicht. Alles andere ist für mich einfach nur übertrieben. Was Pokémon angeht. Stuhlmon und sonst sowas, wie die alle hießen. Fand ich einfach nur totaler Käse. Die erste Generation haben sich wirklich noch Mühe gegeben und danach war das für mich einfach nur so hingerotzt. Wir brauchen noch ein paar Pokémon. Mal lass uns irgendwas machen. Oh ja, wir nehmen den Stuhl. Es gab ja noch nicht genug Pokémon. Ja, also wir haben die 150 damals vollkommen ausgereicht. Mhm, ja auch. Interessant, interessant, interessant. Notfallmeeting. Oha. Okay. Okay. Interessant. Noch interessanter. Bin gespannt, was jetzt geschrieben wird. Nao müsste in Kom liegen, hab ihn eben dort noch dort gesehen. Okay. Nett. Gengas schreibt im Totenchat, du bist auch tot und lief. Was? Das ist gut. Das ist immer gut. Ja, wir können ja nicht beide jetzt vor Sekunden gestorben sein erst. Ich weiß es nicht. Also da muss Rolle ja schon länger tot sein. Meiner Meinung nach, bei Gengas habe ich jetzt wirklich gerade noch so... nicht mal 10 Sekunden vor der Meldung noch gesehen. Da war nie schon tot. Warum vergisst er immer mein L? Gengas war auch gerade noch in der Nähe von Labor. Hey Kobi. Die hat ja einen neuen Namen. Ist schön. Hey Kobi. Hey Kobi. Lieber skippen zu, das kann dir nicht falsch hinzugehen. Also es war interessant jetzt gerade das mitzubekommen. Bin gespannt, wie sich das jetzt hier noch entwickelt. René, wie gesagt, ich finde die erste Generation ist noch wirklich die schönste. Die fand ich nicht hingerotzt. Die zweite ist ja auch noch okay, aber danach wurde es einfach nur mies. Meine persönliche Meinung. Kann ja jeder denken, wie er möchte. Bin da ja offen gegenüber. Aber das war halt zu der Zeit auch gerade so voll meine Jugendphase, wo ich das halt gerne gezockt habe. Aber das Schöne ist, ich muss keine Leben retten. Ich kann hier einfach rumfliegen und mal ein bisschen Wasser rumpumpen. Es geht doch nicht um die Designs, sondern die Quellcode. Der wurde auch immer schlimmer bei dem Pokémon-Gymnasium. Okay. So. Ach, sieh mal, guck. Ach so, als Toter konnte man das ja hier sehen, ne? Dass man, ob hier jemand die Lifeline, oder? Konnte man das als Toter sehen? Ja, klar. Okay. Nein, ich meine, ohne da an den Tisch zu gehen. Was denn, Kim? Hilfe. Warum? Was ist los? Ich wurde gerade so ganz dezent verfolgt. Ah, vielleicht war das keine Absicht? Ist nur ein Fan von dir, Mensch. Ein Follower sozusagen. Gott sei Dank. Christoph. Ja, und der hat mir auch gerade. Der war auch immer vorm Wandler. Der hat Jonas getötet. Ja, er war vorm Wandler. Hat mich als Gengar getötet. Der klebte mir gerade übelst am Arsch. Hab ich gesehen, ich war gerade bei dir in dem Moment.